Wie steht's, Shylock? Was hört man Neues unter den Kaufleuten? Ihr wusstet von meiner Tochter Flucht. So gut wie niemand sonst habt ihr davon gewusst. Shylock hat selbst gewusst, dass das Vöglein Flügge war. So wie alle ihrer Art gemäß dem Nest entfliehen. Sie sei dafür verflucht. Sagt uns, hörtet ihr auch, dass Antonio auf See ein Schiff verloren hat? Er soll den Schuldschein nicht vergessen. Er hat mich immer einen Wucherer genannt. Er soll den Schuldschein nicht vergessen. Aus christlicher Nächstenliebe hat er immer Geld verliehen. Er soll den Schuldschein nicht vergessen. Doch wenn er verfallen sollte, sein Fleisch wirst du nicht nehmen. Wozu wäre das gut? Um Fische damit zu ködern. Wenn es sonst keinen Hunger stillt, so stillt es doch meinen Rachewunsch. Er hat mich so oft geschmäht. Und um eine halbe Million hat er mich gebracht. Gelacht über meine Verluste, gespottet über meine Gewinne, verachtet mein Volk, vereitelt meine Geschäfte, vergraut meine Freunde, aufgestachelt meine Feinde und was war sein Grund? Ich bin ein Jud! Hat nicht ein Jud Augen? Hat nicht ein Jud Hände? Organe, Leib und Glieder, Sinne, Neigungen, Leidenschaften. Zehrt von derselben Nahrung, durch dieselben Waffen verwundet, geplagt von denselben Gebrechen, geheilt mit denselben Mitteln, gewärmt und gekühlt durch dieselbe Sonne und denselben Winter als ein jeder Christ. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht. Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen? Wenn wir in allen Punkten sind wie ihr, warum soll es hierbei anders sein? Tut ein Jude einem Christen Unrecht, was muss er dafür erdulden? Doch wohl Rache? Tut ein Christ dem Juden Unrecht, was sollte er erdulden müssen? Nach christlichem Vorbild. Was, wenn nicht Rache? Die Bosheit, die ihr mich gelehrt, die will ich üben. Und mit dem Teufel soll es zugehen, wenn ich nicht die noch übertreffe, die mich unterwiesen.